bin. Babbel nicht dazwischen, wenn ich rede. Ist schon schwer zu reden. Oh, ja, Mutti, rede bitte, bitte, hier, rede. Nee. Komm, rede, komm. Nicht mehr. Rede. Oh. Sie sich wieder, das ist eine richtige Zicke, eine richtige Oberzicke. Oh. Erstmal draufgehauen. Er hat dich nicht so, das war ein kleiner Klaps auf dem Hinterkopf. Das wollte ich gar nicht. Oh weh. Ich wollte Marcelino eigentlich einen Nacken geben. Jetzt habe ich einen Nacken gegeben. Auf den Nacken klatschen. Was? Ich hab dir gar nicht aufs Bein getreten. So? Lüge! Lass mal Herrschaften, hochgehen. Sie dürfen sich wieder in den Fahrzeugen setzen, sonst dürfen Sie sich direkt bei mir reinsetzen. Ja, dann kommen Sie doch alle dabei rein. Dann setzen Sie sich doch mal da rein. Wieso sind? Bevor Sie hier weiter rumbellen. Ich komme auch mal vorbei. Wieso sollten wir jetzt bei Ihnen einfach ins Fahrzeug weg gehen, Digga? Was ist falsch mit euch, hä? Wir sind nur ausgestiegen, ein bisschen frische Luft schnappen. Ja, Sie kriegen von mir eine Anweisung, einsteigen. Jetzt. Wieso, Sie dürfen mir vorschreiben, dass ich jetzt hier einsteige, ja? Ja, richtig, darf ich. Wieso? Aus welchem Grund? Weil ich darf. Also, weil Sie es dürfen, ja? Sind das ist eine polizeiliche Anweisung. Ja, ja. Wo seid ihr denn? Digga, ihr seid richtige Klopfer. Machen Sie es doch einfach so, Herr Prost. Sie sind dein Auto, das ist kein Thema, ist eine normale Kontrolle. Eine normale Kontrolle, Bruder? Darf ich nicht aussteigen, oder was? Digga, Karl, nee, wenn ich Ihnen das sage, dann ist das so. Ja, ist okay. Wenn Sie das nicht verstehen, sollten Sie nochmal in die Schule gehen. Ja, wünsche Ihnen was. Lieber deine Kotenz an, ja, los, kommt. Ja. Mach dir lieber einen Abflug, bevor ich ihn vergesse. Cypress-Verbot, Winewood-Verbot, ne? Ja, genau. Ich wünsche euch was, Kinders, ne? Ja, genau. Okay. Tschüss, geh mal in den Kindergarten. Fein zurück, Alter, ihr Molux. Ich schwör's, der geht ihm auf die Eier. Was macht er da hinten, Alter? Hängt er mit seinem Kopf im Arsch dann halten, oder? Das sieht aus wie eine Geburt. Das ist ehrlich so. Also ich muss das mal eben dokumentieren, Alter. Also hier hinten. Ach, der war im Tattoo-Studio drin, deswegen. Ja. Und jetzt verpisst euch hier. Guck mal, jetzt kommt das FIB hier schon her. Ja, lass mal stürmen. Oh, Digga, lass! Oh, nee, ist dein Ernst? Ja, gut, jetzt ist. Das ist FIB, Digga, haben wir nicht gemacht sonst? Ja, das ist. Alter, aber sonst ist es bei dir alles gut, ne? Das, hat er gemacht? Das haben die nicht gesehen, das haben die nicht gesehen. Lass mal hier schnell abziehen. Na kommt, Jungs. Ja, wenn ich scheppern will, sie weg. Ey, macht alle Oberkörper frei, alle Oberkörper frei. Ja, moin, Digga. Alter, geht Digga, der im FIB-Auto. Der FIAB-Wagen hat gefurzt, Digga. Ach, scheiße, mein Auto steht da hinten, Alter. Scheiße. Oh, Digga. Oh, shit, mein Auto brennt! Wie? Ey, hört auf, mein Auto brennt! Karre brennt? Oh mein Gott, hier brennt alles! Hier brennt alles! Ey, kann einer mal mein Auto reparieren? Ja, ey, mach mal einer ganz, wo das Licht brennt. Digga, bei mir brennt der ganze Rasen! Oh, wer steht da? Bin dann auch mal raus. Good night, oh, guys. Toll. Ja, gute Nacht. Jo, schlaf gut. Betreibt ihr euch alle rum? Ich bin Maschine nachlegen. Ey, wir setzen uns einfach hier hin, oder? Ja. Oh. Ist Britney Bitch? Was geht? Ich denke, ich bin jetzt bei der Grove. Läuft bei dir.